Stingy, kannst du uns allen den Gefallen tun und die und dein Maul halten, du Hurensohn. Und endlich mal die Fresse halten. Einmal wirklich, kann er einmal ins Bett gehen? Kannst du uns eine Geschichte erzählen, die wir noch nicht über dich wissen? Ich weiß nicht, was ihr halt nicht wisst, so. Aber was ist gut? Das ist was, ich kann nicht am laufenden Band Okay, pass auf. Dann erzähl ich kurz eine Geschichte. Mein Chat kennt die jetzt schon tausendmal gehört. Kennst du die Story mit dem Stift im Penis? Nee. Excalibur? Klingelst? Nein, ich glaub nicht, klingelst da? Nein. Okay, pass auf. Ich mach's kurz. Im Grunde, wir hatten einen in der Parallelklasse, der hieß Basti. Und der war für viele Sachen bekannt, okay? Der war bekannt fürs Vögelchen im Sportunterricht. Das war dann immer, dass er quasi aus seinen Boxershorts hat er immer seine Eier rausgucken lassen vorne aus diesem Schlitz. Und meinte so, hey, guck mal her, Vögelchen. Dann war er dafür bekannt. Wir hatten einen bei uns in der Klasse, der hatte immer Dreieckschlüpper an, der hieß Simon. Liebe Grüße. Und dann, er war auch sehr bekannt dafür, dass er mit einem anderen, der hieß Max, zusammen immer durch den Flur geschrien hat. Simon hat einen Dreieckschlüpper! Digga. Ich will kurz intervenieren. Ich habe so das Gefühl, Simon und Max sind Leute, die dir jetzt gerade schreiben würden, aber du gehst ja eh vertraulich mit den Informationen von damals um, oder? Das sind die, die dir jetzt gerade diese Mail schreiben, aber du weißt ja, Zwinker, unter uns, das, was ja früher passiert, bleibt unter uns, ja, oder? Ja, klaro. Okay, gut. Okay. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall, genau das. Versteht sich von selbst. Ja, genau. Genau, das war das. Dann ist er noch sehr bekannt dafür, dass er sich... Während bei uns war das nicht mit ABC, sondern mit 1, 2, 3, während die Dreierklasse, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt die 10-3, also, okay. Während die 10-3 in die Toskana gefahren ist, das war halt eine sehr lange Fahrt und dann musste man auch zwischendurch mal schlafen. Da sind Dinge passiert. Ist da passiert? Da wurde sich mal fett einer gewichst einfach im Bus, wurde mir erzählt. Wieso wurde es dir erzählt? Er war nicht in meiner Klasse, sondern in der Parallelklasse, ne? Aber es ist einer meiner besten Homies hat das erzählt. Also so, das ist legit. Der hat sich mal auf Sponto den Schwanz abgemolken da, während alle gepennt haben, auf ganz gechillt. Und dann meine absolute favorite Story ist Kunstunterricht. Patrick, ein guter Homie von mir, saß neben ihm und meinte so... Ey, Patrick, Excalibur. Digga, Patrick guckt links rüber. Vorne, Bastis Penis draußen, vorne in seiner Eichel. Halt's Maul! Digga, vorne in seiner Eichel, einfach ein Stift drin. Und Patrick sollte rausziehen, Junge. Digga. Jemand anderes sollte rausziehen. Ja, Bro. Digga, wirklich Brand, wo ich wild bin. Welche Klassenstufe war das? Boah, kann ich nicht sagen. 10.11. wieso? 9.10.11. würde ich sagen. Boah, Digga. Ich habe einfach gedacht, kann ich nicht sagen, ist nicht eine Sache, weil du dich nicht dran erinnerst, sondern weil du einfach juristisch damit ja Probleme bekommen würdest. Ach so, nein. Kann ich nicht sagen, nein, so meine ich nicht. Okay. Ja, das ist die Story. Was gibt's noch? Chef, was sind noch so OG-Stories? Ganz kurz, ich habe eine Frage. Die hießen for real Basti und Patrick? Ja, oh mein also. Gott! Hat also. Oh mein Gott, Basti hat mit Patrick GHG den Channel angefangen. Das ist der Hans von gestern bekommen. What? Ja, nachdem halt Excalibur gezogen war. Haben wir gesagt, okay, lass uns jetzt einen Channel machen. Und so, wir müssen jetzt Hunger Games machen für die nächsten 10 Jahre. Es geht nicht anders. Wir müssen einen Pakt schließen. Das ist das Zeichen. Sehr geil. Nee, ist ein anderer Patrick. Der Patrick, von dem ich spreche. Der hat mal entspannt bei eBay Kleinanzeigen den 10€ Paysafe Card League of Legends Coaching angeboten. Ich sag mal, da wurde niemand gecoacht. Aber es haben Leute eine Paysafe Card auf jeden Fall in der Hand gehabt. So frech. So frech, Digga. Oh Mann, ey, man macht so dumme Scheiße, wenn man jung ist, Mann. Alright, wir machen uns jetzt diese Handys, Bro. Ich mach die mal nebenbei. Tja, was ist Bro, noch eine, was ist noch eine Story? Mein Spiel startet noch immer. Immer noch? Was ist für ein Arsch-PC? Nein, ich habe das Sau-Spiel erst gestartet. Ich habe ganz noch die Laras TikToks geschaut. Fanboy. Aber, ja, weil du mir die gezeigt hast. Mann, Junge, du kannst. Weiß das jetzt. Du kannst nicht, was soll meine Freundin denken? Du kannst nicht einfach einer fremden Frau erzählen, dass ich großer Fanboy von ihr bin, Junge. Was soll meine Freundin denken, Bro? Ich habe ihr auch gesagt, dass deine Freundin auch Fan ist. Okay, korrekt. Tja, was ist noch eine Story, die ich euch viel zu oft erzählt habe, die Stegi noch nicht kennen könnte? Kennst du die 220 km/h-Story? Ich glaube nicht. Es geht um Auto? Nee. Also ich habe schon gedacht, dass es um Auto geht. Ja, okay. Ja, gut, okay, normal. Ja, gut, da hätten wir drauf kommen können. Okay, pass auf, es geht um Folgendes, okay? Es geht darum, ich wollte zu dem Geburtstag von meiner Freundin fahren, okay? Und da ich ein kranker Psychopath bin, wenn es darum geht, zu streamen, habe ich
an ihrem Geburtstag noch gestreamt, okay? Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch eine Fanbeziehung, haben nicht zusammen gewohnt, bla bla bla. Und ich wollte halt zu ihr fahren, okay? So, jetzt das Ding, folgendes. Ich musste 4 Stunden ungefähr fahren. Also war der Plan folgendermaßen. Ich stream einfach bis 19.30 Uhr, pack schnell alles, fahr los und komm kurz vor 0 Uhr an ihrem Geburtstag an und feier dann mit ihr sozusagen noch die letzten Minuten von ihrem Geburtstag. Also raus, Und dann den nächsten Tag haben wir dann irgendwas Richtiges gemacht, okay? Was wäre vorgeschlagen? Ja. Und ich mich also sehr beeilt. Ich bin sehr schnell gefahren, okay? Also ich bin wirklich sehr geballert auf der Autobahn. Und jetzt ist das Problem, ich habe aber auch sehr starke Verdauungsprobleme, okay? Seit roundabout 3 Jahren meine ich so. Ich habe eigentlich fast immer so dünnen Stuhl und so, okay? Das hast du mir gestern erzählt und ich habe auch da gedacht, ich dachte einfach, ich akzeptiere es und stelle es nicht mehr in Frage. Aber ich habe es auch da zum ersten Mal gehört, dass du einfach wirkst, aber auch, du hast es so gesagt, als wenn es einfach, als wenn es einfach das Normalste ist. In 3 Jahren hast du Durchfall. Ja, ja, genau. Also es ist nicht jetzt jeden Tag so sprühschissmäßig, so alles explodiert. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal festen Stuhl hatte, okay? Also so, kennt ihr diese Wurst, die so alles auseinanderspreizt und man denkt sich so, scheiße, Bro. Schrotflintenschuss. Scheiße, Digga, das Ding muss genäht werden, checkt ihr? Den kann ich mich nicht erinnern. So. Okay, ist aber ein anderes Thema. Ich war heute schon beim Arzt, deswegen alles gut. So, nach 3 Jahren war ich endlich beim Arzt, so. und auf jeden Fall, ich mich sehr beeilt, ne? Ich habe so Blumen auf dem Rücksitz gehabt, so alles auf Ernst. Ich war auf Tryout so. Mhm. Ich fahr los, Bro, dann, man kennt es ja, man ballert das und dann geht auf dem Navi, geht so langsam diese Ankunftszeit runter. Ich dachte so, boah, geil, Bro. Ich hab easy noch eine Stunde mit ihr an ihrem Geburtstag, das ist perfekt, ne? Trotzdem weiter geballert. Auf einmal, ich war so eine Dreiviertelstunde vorm Ziel, ne? Ich bin also 3,5 Stunden gefahren. Dreiviertelstunde vorm Ziel. Ich muss furzen. Schön linke Spur, Bruder. Unbegrenzt. 220. Ich merke so, ich muss furzen. Ich mach so den klassischen links die Arschbacke hoch. Okay? Links Arschbacke hoch gemacht. Ich furze. Bruder, ich hab mir einfach so geisteskrank eingeschissen. Alter, Maul. War das im IA? Ja. Bruder, Digga, schön, ich war halt im Auto Maul. Mit Flügeltüren richtig schön reingekackt. Auf der Autobahn, Digga. Die Story wird auch nie alt, Mann, ich lieb's. Auf der Autobahn, das wird doch geiler. Und dann dachte ich so, was machst du jetzt? Weil der Plan war, dass wenn ich ankomme, dass wir zum Strand gehen. Also meine Freundin wohnte im Norden, okay, in Kiel. Und wir wollten halt noch zum Strand gehen, so. Und so auf cozy, ne? Aber und ich wusste, Wie schlimm ist es eingekackt zu haben, so jetzt? Also ist da nicht, also wie viel ist da am Arsch, so? Viel. Also so, ich würde sagen so, mach mal so eine kleine Schale mit einer Hand. Ja. Es wäre so ein Gehäufter. Oder nicht, so, eher so ein glattgestrichener, you know? So ein glattgestrichener davon. Okay. Und genau, das war das. Und jetzt hatte ich halt das Problem, was mache ich jetzt, right? Also bin ich hingegangen und kam auf den Masterplan. Ich muss obvious an der Raststätte rausfahren. Ich fahre an der Raststätte raus. Also das war ja klar, erste auf jeden Fall raus, oder? Nächste Raststätte, ich bin rausgefahren, so, ne? War mega unangenehm, war so breiig und warm, war mega unangenehm. Nächste Raststätte rausgefahren. Ich hatte ja aber auch kein Handtuch oder so dabei. Checkst du? Ich hatte nichts dabei. Du hast ja auch keine Ersatzunterwäsche dabei, oder doch? Nein. Bro, ich wollte sie, der Plan war ja, das muss man auch noch dazu sagen, der Plan war, sie besuchen, okay, sie besuchen und nächsten Tag wollten wir wieder zurück zu mir fahren. Das heißt, ich habe gar nichts mitgenommen, einfach, weil ich schnell sein wollte. So, ich hingefahren, angehalten und jetzt war das Ding, ich brauchte einen Spot, wo keine Leute sind, wo aber trotzdem Licht ist. Es gab nur eine Möglichkeit, wo das ging, okay? Und zwar, es gab über diese komplette Raststätte eine Straße und es gab eine Lampe. Ich habe auf der Straße geparkt, Flügeltür hoch, über mir war die einzige Laterne auf der Raststätte. Es gab sonst keinen Weg, um an mir vorbeizufahren. Okay, das musst du dir vorstellen. Ich ausgestiegen. Mich komplett ausgezogen, mit der Calvin... Oder komplett. Ja, ja, nee, untenrum. Mit der Calvin Klein Boxershorts, wie Klopapier verwendet, mein Arschloch sauber gemacht. Digga, das ist das Widerlichste, was ich seit langer Zeit gehört habe. Ja, ja. Und dann habe ich das so weggeworfen. Und jetzt stell dir vor, Bro, jemand, am besten noch ein Zuschauer, wäre so mit so Fernlicht genau in dem Moment auf Chillo um die Ecke, Digga. Ich da so am Abstützen an der Karre, Digga. Flügeltür oben. Mach mir gerade die Scheiße vom Arsch weg. Bro. Mit einem i8, Digga. Oh mein Gott. Ja, es ist long story. Nein, aber sie ist noch nicht vorbei. Doch. Das ist ja das. Nein, in meiner Welt halt nicht. Warum nicht? Bruder, hä? Also.
schön ins Alcantara geschissen. Es ist doch viel mehr dreckig noch alles und so, oder nicht? Was meinst du mit dreckig? Ja, halt so einfach, halt nicht sauber, hä? was genau meinst du mit dreckig? Ja, halt so an deinem Körper. Aber was soll da dreckig sein, Bro? Oder du kriegst doch nicht mit einer Boxershorts alles so sauber. Ja, doch, ging eigentlich mal. Also, es war schon okay. Ja, aber, okay. Also, es war, oh mein Gott. Es war, okay, heißt, du bist halt einfach ohne Unterwäsche weitergefahren, aber mit Hose. Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Kann sein, dass ich glaube, ich hatte eine Boxershorts-Ersatz dabei und ich habe dann eine sacrificed. Und weißt du, was das Geilste ist? Dominik ist das Gleiche passiert und er hat die gleiche Taktik gemacht. Nein. Doch, und zwar war das auf der letzten Edeltour war das. Auf der letzten Edeltour. Ja, auf der letzten Edeltour war das. Und Dominik war offstream um 2 Uhr nachts oder so, war der so scheißen. Und die hatten die kompletten Klos aus irgendeinem Grund abgeschlossen in der Nacht. Mega dumm auch, mega dumm. Und Dominik ist dann aufs Behindertenklo gegangen, hat das Ding komplett dumm und dämlich gemacht, okay. Und dann hatten die da kein Klopapier, Digga. Und er wusste nicht wohin. Und dann hat er die gute alte Kevin Teller Strat gemacht und hat eine Calvin Klein Sacrifice. Ja, okay, aber das ist ja einfach das Smarteste, was du machen kannst. Ja, ne? Ja, aber trotzdem, Digga. Ja, ja. Weil man muss dazu sagen, man musste da so 800 Meter oder so hinlaufen. Ne? Also er hätte 800 Meter mit Scheiß in der Buchse zu uns laufen müssen und dann wieder zurück. Das wäre schon echt scheiße gewesen. Ja, wir haben viel erlebt, Mann. Digga, also das ist so widerlich, also for real. Aber ich glaube, das ist das Widerlichste, was mir passiert. Ah, es ist widerlich, mir ist noch eine andere peinliche Sache passiert, die mir jetzt spontan... Wie genau findet es ja noch statt? Dann bist du weiter zu ihr gefahren. Und wann war der Punkt, an dem du es erzählt hast? Oh, gar nichts. Also hat sie jetzt im Stream gerade erfahren. Nein, sie hat den Podcast irgendwann gehört. Und hat sich dann gedacht, cool. Ich habe das als erstes im Podcast erzählt. Jörg Natterreiter, hast du das neue Jury? Okay, ich checke. Ja. Okay. Kommt als YouTube-Video, Bro, die Tage auf Lattensepp. Okay. Hat sie sich gewundert, dass du keine Unterwäsche hast? Also du hast Ersatz. Ich glaube, ich muss eine Ersatzunterwäsche gehabt haben, weil sonst wäre es dir direkt aufgefallen. Ja. Aber check dir, wie geisteskrank clean ich das gemacht habe. Sie hat es nicht gemerkt. Ja, oder ihr hattet einfach keinen Sex dann. Nee, also Bro, ich war ja dann auch nochmal duschen, ne? Also so ist jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht mit vollgekackten Arsch da meine Freundin, you know? Das wäre die Frage gewesen. Aber es wäre ja, also, ja, ich check schon. Okay. Das wäre ja mega ehrenlos, heilige Scheiße. Okay. Du hast ja gesagt, du hast es super sauer bekommen. Bro, das war echt disgusting. Das war krass. Das war krass.